Die Klimakrise wird nicht kommen, denn sie ist längst da. So besetzen wir seit circa einem Jahr die Bäume in der Leinemarsch. Denn die Klimakatastrophe wütet. Insbesondere im globalen Süden sorgt sie bereits jetzt bei unseren Mitmenschen für Leid, Flucht und Tod. Ist es dort nicht komplett zynisch, dass hierzulande noch diskutiert wird, auf Straßen ausgebaut werden und sich so in den Neokolonialismus eingereiht wird? Hier emittieren und profitieren, dort zerstören und ausbeuten. Die Greenwashing-Scheinlösung E-Autos sind da übrigens auch ein gutes Beispiel für, sowie die rückschrittliche Fortführung von Individualverkehr. Beim geplanten Ausbau des Südschnellwegs geht es um weitaus mehr als um ein Erholungsgebiet, gigantische Steuerverschwendung, Flächenversiegelung, Zerstörung von Fahrradwegen und auch mehr als um die 16 Hektar Wald, die wir jetzt mehr denn je brauchen. Es geht darum, dass sich hier das tödliche kapitalistische System in verschiedensten Facetten zeigt. Es wird nicht einmal wie sonst oftmals so getan, als wäre irgendwer in Politik und Wirtschaft darum bemüht, eine Mobilitätswende, geschweige denn eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende herbeizuführen. Stattdessen sollen mitten in der Klimakatastrophe weiter Straßen wie der Südschnellweg ausgebaut werden und somit weiter Öl ins bereits lodernde Feuer gekippt werden. Wofür? Allein dafür, dass sich KapitalistInnen von Straßenbau und insbesondere der Automobilindustrie durch den Staat und seine Politik sowie ihre uniformierten SchlägerInnen noch weiter bereichern können. Dabei scheint es auch überhaupt keine Rolle zu spielen, dass so ein wertvolles Biotop wie die Leinemarsch zerstört werden soll, obwohl wir uns bereits im größten Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier befinden. 150 Arten sterben jeden einzelnen Tag. Und so soll es auch den beiden Bibern in der Leinemarsch gehen. Ciao, ciao, Egon und Gerda. Ironischerweise würde dadurch tatsächlich auch die Verkehrssicherheit sowie der Verkehrsfluss reduziert statt verbessert werden. Der Punkt ist, dass der Südschnellwegausbau wie auch Polizeigewalt kein Einzelfall ist. Es ist nur ein Beispiel von vielen. So wird bereits mit dem Ausbau des Westschnellwegs gedroht. Das Problem liegt aber noch viel tiefer als die von der Autolobby kreierten Ausbaupläne. Das Problem ist das zugrunde liegende System an sich. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass System Change, not Climate Change, mehr als nur eine Parole ist. Wir haben es satt, an Politik und Wirtschaft zu appellieren. Und wir haben es satt, uns an reformistischer, asymptomatischer Behandlung der Gesamtscheiße abzuarbeiten. Wir kämpfen für eine von Kapitalismus, Staat, Patriarchat, Herrschaft, Rassismus und etwaigen Diskriminierungsformen befreite und solidarische Gesellschaft. Nur wenn wir diese Bausteine des Systems einreißen und zertrümmern, haben wir eine Chance. Nur so ist das gute Leben für alle möglich und es ist möglich. So ist auch unser Kampf gegen den Ausbau des Südschnellwegs intersektional. Klimagerechtigkeit ist dabei eine unverhandelbare Existenzfrage für uns alle. Somit sind wir dazu gezwungen, Verantwortung zu tragen, da Politik und Wirtschaft es ganz offensichtlich nicht tun. Klimaschutz reicht nicht. Es braucht Klimagerechtigkeit und somit eine Mobilitätswende, die sowohl sozial als auch klimagerecht ist. Dafür sind wir hier. Dafür besetzen wir die Bäume in der Leinemarsch. Dafür werden uns der Zerstörung trotz der drohenden Polizei, staatlichen Repressionen und Gewalt der Cops in den Weg stellen. Dafür steht Tümpeltown. Und wir stehen ja nicht alleine. Gemeinsam werden uns der fossilen Scheiße in den Weg stellen. Wir sind dabei unendlich dankbar für alle, die mit uns zusammen kämpfen und unendlich dankbar für alle, die uns unterstützen. Seien es Anwohnende, die uns Material spenden oder seien es die Menschen in Berlin, die genau diesen Moment jetzt einen Infovortrag halten. Anders geht es auch gar nicht. Alleine wären wir nie so weit gekommen. Aber wir sind nicht alleine. Es liegt in der Verantwortung von jedem einzelnen Menschen, aktiv zu werden, auf welche Weise auch immer. Kommt alle in die Leinemarsch. Zusammen sind wir... Zusammen sind wir eine Bewegung. Eine Bewegung, die sich im Südschnellwegausbau
und dem gesamten fossilen System in den Weg stellt. Schluss mit kapitalistischer Dystopie. Für eine befreite, unsolidarische Gesellschaft. You can't evict the movement. Wir sehen uns am 1.10. wie auch zu Tag X in der Leinemarsch, auf der Straße und in den Bäumen. Alerta!